Albanien. So, wo fange ich an? Und zwar hast du ja, wollte ich mal ein kleines Video machen für Leute mit sehr steifen Schultern und ab und zu neue Schulterproblemen oder Ellenbogenproblemen, wenn sie versuchen, Lowbar zu beugen. Ja, für solche Leute wollte ich jetzt mal ein kleines Video machen, was man so Schultermobilitätskram machen kann. Ihr braucht zwei Utensilien, wenn ihr das nachtonen wollt. Also braucht ihr nicht, aber ich empfehle das. Ihr braucht irgendeine Art von Stab, der so lang sein muss, dass ihr den hier so greifen könnt, damit ihr hier den Arm nach außen biegen könnt. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich. Und ihr braucht irgendeine Art von Gummiband. Ich habe jetzt so ein Läuserband, damit kann ich sehr gut arbeiten. Deswegen würde ich sagen, besorgt euch ein Läuserband, das ist auch sonst für viele Sachen noch sehr gut. Dann kommen wir auch schon gleich zu den Übungen. Und zwar sind das 3, 4, 5 Übungen, seht ihr ja gleich, die ich gerne mache mit dem Läuserband, wenn ich mal wieder Schulterprobleme habe. Wenn ich zum Beispiel merke, dass mir die Lowbarbeugen den Ellenbogen zerledern, dann habe ich meistens Schmerzen in diesem Bereich oder hier, weil man dann nämlich eventuell den Druck von der Hantel nicht vom Arm bekommt, wenn man beugt. Dafür zeige ich euch jetzt ein paar Schwierigkeitsübungen. Und zwar habe ich das jetzt hier so. Von meinem Aufbau her ist das jetzt eher, glaube ich, Kniebeugen machen wollen würde. Sieht jetzt ein bisschen nach einer Wand, weil ich ja gehoben habe vor kurzem. Und zwar steckt ihr jetzt euren Arm da komplett durch. So dass das Band hier vorne auf eurem Deltamuskel liegt, also auf dem Oberarmkopf. Was ihr jetzt macht, ist, der Arm, der mobilisiert werden soll, aber ich mache mal vorher nachher erstmal. Und jetzt möchte ich hier hinrücken. Ihr seht meinen Arm. Jetzt komme ich bis hier hoch. Das ist eben, das sind keine kompletten 180 Grad. Und ich habe sogar hier schon ein bisschen überschlägt. So, da seht ihr das. Von der Innen- und Außenrotation bin ich jetzt außen so. Innen komme ich halt ein bisschen raus. Aber was man zum Beispiel hier sieht, wenn ich die Schulter runterziehe, kann ich meinen Arm nicht vom Rücken abheben. Das einmal vorweg. Und jetzt testen wir, also jetzt mache ich mal meinen Zyklus. Und meinen Beweglichkeitsgrad und dann testen wir das nochmal. So, die erste Sache, die ich immer mache, ist, ich lege mir hier, ich drehe mich um, dass man das sieht, vor den Deltamuskel, also quasi mit dem Verlauf des schrägen Deltamuskels, vorne Deltamuskel, das Band an, lege meinen Arm hinten hier in meine Lende, in meine Lendenwirbelsäule, und jetzt gehe ich runter und gehe runter. Lass meinen Arm quasi nach hinten oben ziehen. Dehne selber hier rein. Und dabei versuche ich, den Arm möglichst hier mit dem Ellbogen und dem Rücken genau Kontakt zu halten. Das ist dann ziehen relativ tief in der Schulter drin. Aber das ist, ihr dürft das nicht übertreiben, immer nur so ein leichtes Ziehen. Ich mache das gerne so ein bisschen dynamisch, also ich bin ein bisschen dran rum, Hüppe sozusagen. Nee, nicht bitten, sondern nur mich in die Dehnung reinbewegen und wieder rausgehe. Den Merken. Und je weiter ihr hier den Arm angelegt habt, desto mehr Zug bekommt ihr da drauf. Wenn ich das mache, keine Ahnung. Ich sehe das wahrscheinlich, wenn ihr den Arm schon ein bisschen macht, dann macht ihr das. 1, 2, 3, 4, 5, macht das vielleicht 15. Wichtig dabei ist, dass ihr immer eure Schulter runterzieht. Nicht, dass die hier am Ohr hängt, sondern die soll auch schön runter, hinten runtergezogen sein. Und dann so, was dann mache ich. Das ist die erste Sache. So, bei der zweiten Sache, zum Auffüllen, stelle ich wieder meinen Arm durchs Band. Diesmal von unten links in die Achselhöhle, soweit es geht. So, dann ist der Arm da durchgestreckt. Kommt der Arm zu mir zurück, auf diese Seite des Bandes. Und dann drücke ich jetzt mit dem Handgelenk gegen. Was ich jetzt mache, ist so ähnlich. Ich versuche, meinen Arm wieder nach oben ziehen zu lassen und bewege meine Brust in diese Richtung. Dabei lege ich mein Handgelenk in das Band und versuche, dass das quasi in diese Richtung ein bisschen aufgezogen wird.
schon machen. Ich werde so ein bisschen rein, entspannt. Das ist die Nummer 2. Die Nummer 3 ist, ich packe das Band so, also ich lege die Hand da durch und packe es dann halt so. Ich denke mir aber gerne zwischen die Finger, weil ich da besser eine Hand sozusagen ziehen kann. Und jetzt versuche ich meine Schulter zu meinem Ohr zu bringen, mit meiner Schulter mein Ohr zu halten und versuche wieder mit diesem Punkt, weil quasi mit der oberen Brust durch den Boden zu kommen. Das ist, weil oft ist, wenn ich den Zug so ein bisschen von oben dann bekomme, das Band quasi ein bisschen schräg ist, dann ist es gerade schwierig, weil mir dann die Ablage umfliegt. Erstmal, dass die Armbeuge nach oben zeigt. Das ist die dritte Sache. Armbeuge nach oben gedreht sein. Wir ziehen ein bisschen den Arm raus und wieder rein, nach unten in die Dehnung rein. Der Rücken bleibt dabei ganz viel gerade. Ich versuche hier nicht großartig zu rotieren. Und dann kommt die vierte Sache. Jetzt dreht ihr den Arm nach oben und macht ihn lang und versucht in diese Richtung mit dem Arm quasi hinter euren Kopf zu kommen. Dabei habt ihr Zug in Richtung, dass der Arm rausgezogen wird, sodass ihr den Zug hier runter spürt. Ihr versucht dann hinter den Arm zu kommen. Oder durchtauchen, dabei könnt ihr auch ein bisschen den Körper drehen. Das hilft auch ganz gut. Raus. Das waren die drei mit dem Band. Was man auch noch mit dem Band machen kann, sind diese Shoulder Dislocations. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen und gehört. Dabei nehmt ihr das Band so, dass ihr gerade noch durch wegkommt und dadurch, dass es viel dehnbar ist, könnt ihr hier drüber und wieder zurück. Und die Arme bleiben dabei die ganze Zeit lang. Also ich persönlich merke es jetzt gerade schon auf der Rückenseite so gut wie gar nicht, weil ich da gerade meine Mobilität gemacht habe. So, wofür braucht ihr den Stock? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar braucht ihr eine Unterlage, weil also meistens die Böden zu hart. Da könnt ihr auch so eine Matte nehmen oder so. Nehmt ihr mal Handtuch, dass ich dreimal lege. Und jetzt kommt, ihr macht quasi einen Unterarmstütz. Also als wenn ihr so machen würdet, einen Unterarmstütz. Jetzt stützt ihr euch aber mit ganz viel Gewicht auf den Arm, den ihr mobilisiert, schnappt euch diesen Stock, nehmt ihn so in die Hand, mit dem Knüppel, bewegt euer Handgelenk in Richtung eurer Schulter und schnappt euch den Stock hier unten. Jetzt lehnt ihr euch richtig schön auf die Schulter drauf, dass ihr nach hinten schoben wird, und bewegt hier euren Arm weiter in Außenrotation. Also hier nach außen. Je mehr ihr den Stock greift, desto größer wird die Dehnung. So, jetzt ist meine rechte Schulter schon deutlich besser und mobiler an als meine linke. Testen wir das doch mal. So war ich vorhin. Seht ihr, dass ich jetzt meine, also selbst wenn ich jetzt nicht überstrecke, habe ich hier jetzt meine 180 Grad circa. Bin von der Rotation nach außen jetzt auch schon besser, finde ich. Und, was am wichtigsten ist, vom Effekt her, ich kann jetzt hier, wenn ich aufrecht stehe, meine Hand nach hinten abheben. Das ist gerade knackt, das war meine Schulterkapsel. So, das ist die eine Seite der Medaille, jetzt kommt das andere. Das Mobilisieren würde ich in ganz akuten Fällen zweimal am Tag machen. Wichtig ist aber, dass man über den Tag verteilt die Mobilität auch benutzt. Und da kann man dann einfach ganz einfache Sachen machen. Wir nehmen mal an, das ist der obere Rand eines Türrahmens. Wenn das der obere Rand eines Türrahmens ist, legt ihr einfach euer Handgelenk an den Türrahmen, lehnt euch nach vorne rein, sodass ihr einmal in komplette, das heißt, also einmal in die komplette Streckung kommt. Das ist eine Sache. Dann könnt ihr die Ecke des Türrahmens fassen, Schulter hinten runterziehen und einfach in die komplette Brustmuskelstreckung kommen. Das sind Sachen, die ihr nicht oft machen müsst, aber, also oft schon, aber nicht lange. So, das ist erstmal ein kurzes Video zur Schultermobilität.
Wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Übungen oder anderen Sachen, dann einfach raus damit.